Meine Damen und Herren, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und dabei sind der... Ist der Jomo und der... Ja, der Momo. Wir der sind Momo. Beide heute hier. Ja, wir sind hier, die Verwirrten sind wieder zurück. Ja, und du hast hier eine Höhle Minecraft reingegraben. Das ist sehr interessant. Ja, bitte, du... Ich schaue mir gerade total Himmel fasziniert an. Den Himmel an. Das sieht voll schön aus. Voll schön, ja, okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich mal auf den Berg gestellt. Ich habe sonst nichts zu tun. Und da habe ich mir gedacht, stell dich ja, auf den so Berg. Wie immer, ne? Du hast nie was zu tun. Komm, gib's zu. Ist da unten eine Fackel oder warum leuchtet der Baum so komisch? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich stelle mich auf den Berg, weil das cool ist. Ich bin cool und das passt zu mir. Ja, deswegen. Er ist cool. Deswegen stellt er sich auf den Berg. Und er hat mir gar nicht Bescheid gesagt. So, komm, nee. Lass mal starten hier. Wir machen die Aufnahme und er ist auf einmal gar nicht mehr da. Ist einfach auf den Berg gegangen. Ja, cool. Ich komme ja jetzt mal rüber. Ich muss ja mal schauen. Ich stehe jetzt auf unserer... Ganz oben stehe ich. Ja, ich sehe dich. Du hüpfst da rum. Ja, ich hoffe, der Zuschauer sieht das auch. Ja, ist sehr klein. Also wenn man sehr auf klein. Einem Mobilgerät schaut mit einem relativ kleinen Display, also einem Handy, dann dürfte das schwer werden. Wenn kleinen Display. Ja, hallo, die Dinger haben heute Riesenteile. Ja, trotzdem. Ja, passt ja fast schon gar nicht mehr in die Tasche. Ich meine, deins hat ja auch ein relativ großes Display und darauf sieht man es ja auch nicht. Ja, ja, da hast du recht. Das stimmt. Ja. Und auf dem Tab sieht man es auch nicht immer. Das ist dann, also wenn man am PC auf den Monitor guckt, dann sieht man eigentlich dasselbe wie wir, wenn der Monitor ja. ungefähr ja, die gleiche Größe hat. So, wir wollen endlich wieder mal in unserer Burg weiterbauen. Wobei man sagen muss, der Zuschauer sieht immer mehr als wir. Sieht er das? Ja, das stimmt. Wir sehen Dinge, die der Zuschauer nicht sieht. Nein, aber der Zuschauer sieht Dinge, die wir nicht sehen. Ja, wenn du spielst, also das ist ja immer irgendwie so, man spielt, man nimmt auf, man quasselt. Man unterhält sich. Ja, man fixiert sich ja eigentlich viel mehr auf das Zentrum des Bildschirms und auf das, was da abgeht und nicht auf das Äußere. Genau. Und das sind die meisten Dinge, die man dann auch übersieht. Ja, dann die der Zuschauer wieder umsieht. Ein Schaf nicht. Oder. Oder, ja, das waren viele Beispiele, die er jetzt da angefochten hat. Also das ist schon, du kennst mich doch. Ja. Ich bin, Was ich machen wollte. Ja, du wolltest was machen, bitte. Ich brauche dringend Sandstein. Wow. Ich wollte die Säulen machen. Wie viele Steine hast du abgebaut? Ich habe gerade mal 62. Ja, ich brauche dringend noch Sandstein. Oh, ich muss Kartoffel futtern. Lecker, Ofenkartoffel. Aber ich baue ein bisschen Sandstein ab. Du gehst ja mal dann rüber, dann komme ich zu dir helfen. Da komme ich dir helfen. Ja, kommst du mich helfen? Unterstütze ich dich mit einer... Spitzhacke? Ja, das klingt super. Ich baue hier schon mal ein paar Steinchen ab. Ja, mach das mal. Und dann kann ich das auch noch hier ausprobieren. Ich wollte ja diese Säulen machen. Ich habe geguckt und weiß jetzt ungefähr, wie es geht. Ja, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Da fällt mir ein, ich muss mir noch die App runterladen. Ja. Oh, toll, ey. Guck, so alt ist er. Der Momo, der ist uralt, der vergisst alles, ey. Der hat seinen Kopf immer woanders. Was? Ich bin nicht alt. Ja. Ich bin voll jung. Ja. Ich habe unfaltige Haut. Ja, okay. Wir sind bei Minecraft und wir bauen hier jetzt unser Schloss und weiter. Und sprechen nicht. Ja, nee, hast du recht. Wir bauen das Schloss ab. Nein, machen wir nicht. Ja, doch. Also ich habe vor, jetzt die Steine abzubauen, um sie dann wieder irgendwo hinzuklatschen. Okay, also das ist so eine Art Transfer, kann man ungefähr so sagen. Transfer? Ja. Kann man so sagen, denke ich. Ein bisschen Erde kommt auch mit, das ist ja ganz toll. Die braucht kein Mensch, aber sie kommt mit. So. Ja, ich glaube, ich muss mal den Turm demnächst mal hochziehen. Also wenn wir jetzt genug haben hier, dann kann ich das mal machen. Und hier die Höhle müssen wir mal schöner machen. Das ist ja echt, das geht ja mal gar nicht hier. Ja, das muss schöner natürlich werden. Gut. Aber wir haben noch so viel, was wir hier an der Burg machen wollen. Also erstmal eins nach dem anderen. Ja, das stimmt. Schritt für Schritt. Müssen echt was mal hast denn du hier eigentlich gemacht? Warum ist hier so ein fettes Loch? Wo? Hier, da ist so ein Loch hier direkt bei der Treppe. Ach so, da war Kohle. Ja, ich wollte die Kohle mitnehmen. Aus, Kollege. Hilfst du mir jetzt weiter mit Steinen? Ja, ich bin schon da. Super. Ich bin schon hier und bin fleißig am Abbauen. Ja, ich baue ja auch die ganze Zeit fleißig ab. So viel, so anstrengend. Und so viel, und so. Ja, komm. Komm, irgendwie müssen wir unsere Materialien, irgendwo müssen wir sie ja herbekommen. Ja, irgendwo, ne? Ja, genau. Subidi, ganz viele Steine, ey. Boah, da kann man echt mal berechnen, wie viele Steine wir überhaupt noch brauchen.
Nee, kann man nicht berechnen. Kann man nicht berechnen. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Ist unmöglich, weil wir wissen selber nicht, wie viel wir noch brauchen. Nee, da müssen wir das abzählen und das würde Ewigkeiten dauern, das zu berechnen. Einfach machen. Wäre Schwachsinn. Ich meine, das Genie rechnet nach und der Dumme macht einfach und gewinnt. Ja, nee, das war anders mit der Burg. Während die Schlauen überlegen, stürmen die Dummen die Burg. Ja, sag ich ja. Meine Worte. Ja. Und das trifft immer wieder zu. Sag ich ja. Ja, manchmal muss man. Man muss manchmal einfach machen und nicht zu lange darüber nachdenken. Ich habe keinen Platz mehr. Ne? Unnötigen Feuersteine, ey. Ich habe Feuersteine. Wer braucht denn heutzutage noch Feuersteine? Ich meine, die Dinger braucht doch keiner. Wozu? Warum braucht die denn keiner? Also, ich könnte sie gebrauchen. Warte, wenn ich so drüber nachdenke, brauche ich sie eigentlich auch. Für Pfeile. Ja, genau, für Pfeile. Daran habe ich zwar nicht gedacht, aber ja, man braucht sie für Pfeile. Ich habe ein rohes Schweinefleisch-Ding. Also ich muss gleich mal mein Inventar aufräumen. Was ist denn ein rohes Schweinefleisch-Ding? Nee, ich will es nicht wissen. Ja, ein Steak liegt da rum. Ach so. Weißt du, rohes Steak. Ach so, nee, ich... wo ist egal, oh, 33, da habe ich ja noch jede Menge Platz. Du kannst ja reden, bauen wo. Habe ich jetzt überhaupt... Ja, ich habe noch genug Platz in meinem Inventar. Ja, ich guck mal, dass ich hier noch jede Menge Steine abbaue und danach sortiere ich mal mein Inventar, ne? Ja, ich nicht das viele muss dringend gemacht werden, du. Guck mal, wie das bei dir aussieht. Ja, nee, da unten. Unglaublich bei dir. Da unten ist schon okay, Kollege. Ja. Ja. Mal, ist es draußen eigentlich hell oder dunkel? Ich sehe das hier nicht, ne? Hier ist es so dunkel hier drin, ne? Ja, brauchst du eine Fackel? Komm. Ah, nee, hat er schon. Nee, so war das nicht gemeint. Ich meine draußen. Ach, draußen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich war noch nicht draußen. Super, jetzt liegen da auch ein paar Steine, die ich nicht mitnehmen kann. Das musst du mal übernehmen. Was? Ich komme sofort wieder. Ich muss mein Inventar aufräumen. Ach, da sind. Da ist mein Inventar ist voll. 100% full. I don't know where to do these things. I don't know how to speak good English. Ah, es ist hell. Es ist hell. Ist das nicht wundervoll? Ja, das ist. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Nee, da ist die Sonne. Jetzt scheint sie mir ins Gesicht. Und der Steve wird gar nicht geblendet. Der ist Superman. Also mal gucken. Eine Treppe brauche ich nicht. Kohle brauche ich nicht. Erde brauche ich nicht. Weiße Wolle brauche ich nicht. Die könnte ich vielleicht gebrauchen. Treppen kann ich auch gebrauchen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Wenn Chuck Norris baden geht, wird nicht eher nass, sondern das Wasser. Ja, genau. Chuck Norris ist echt super. Ja, also. Der hat's drauf. 64er Stack Erde nehme ich mal mit. Ja. Jetzt würde ich das Ganze gerne ein bisschen mehr sortieren. Und war das nicht auch so, nicht ihn blendet die Sonne, sondern er blendet die Sonne? Ja, der kann auch eine Drehtür zuschlagen. Ach so. Ja, wenn wir schon bei schlechten Witzen sind, in der letzten Folge, ne? Ich muss schon wieder was essen, ey. Du. Boah, ich arbeite zu viel, ey. Du arbeitest doch nicht zu viel. Du kannst ruhig ein bisschen mehr machen, du. Ja, will ich auch meinen, ne? Also, das, was du hier leistest, das ja, ist... Ja, jetzt mach mal hier meine Arbeit nicht schlecht, du, also... Ne? Erstmal in die eigene Nase packen. Hier, Kollege. So, jetzt habe ich einmal komplett aufgeräumt. Jetzt komme ich wieder und dann können wir weitermachen. Ja, ich bin die ganze Zeit noch am Arbeiten. Also. Yeah. Oh. Ich mache so lange weiter, bis mein Inventar voll ist. Ich hole jetzt auch ganz viel, damit ich nicht nochmal gehen muss. Ja. Einmal lang und dann gar nicht mehr. Dann können wir so viel da anbauen, wie wir lustig sind. Oh ja. Yeah. Mhm. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Ich bin zu klein. Nee, Kohle brauche ich nicht. Das dauert so lange. Hallo. Ey, hast du... Warum hast du... Ja, ich habe aus Versehen die Fackel abgebaut. Das war am Stein und den Stein habe ich weggeschlagen. Boah. So musst du das machen. Ach so. Ich dachte schon, hä, warum ist die Fackel weg? Ich habe sie weggemacht. Ich habe schon reflexartig auf R gedrückt. Habe nicht R getroffen, sondern die 4, komischerweise. Reflexartig auf R gedrückt? Ja, auf R, da sind meine Fackeln. Ach so. Ah, ne, weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Auf C ist der Bogen. Ah, du bist also richtig equipped hier. Nein! Ich bin so ein Horst. Ich habe die Pfeile weggetan. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Der Bogen hat keinen Sinn. Er hat keinen Sinn mehr. Warum hast du denn die Pfeile? Ah, du brauchst ja jetzt auch keine Pfeile. Hier sind doch sowieso keine Monster. Nee, aber wenn welche kommen, ne? Achso, es könnte ja passieren. Das müssen wir ja mal machen, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, ne? Nee, das ist eigentlich sehr gering, aber... Ja. Ne? Es könnte sein, dass welche... Wie war das? Nee, warte. Schrödingers Katze? Sagt dir das was? Nochmal. Du als alter. Hier, Schrödingers Katze. Oh ja, habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Ah, komm, du als alter Physiker hier. Nein, Physik ist gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ganz cool, aber ein Physiker bin ich jetzt nicht. Okay, nee, also Schrödingers Katze war ja das, dass in einem Karton. Ja, genau. Ist eine Katze.
So, diese Katze, also man weiß nicht, ob sie lebt oder nicht lebt, also tot oder lebend. Und man hat die Möglichkeit, ja drunter zu gucken. Aber während man das ja noch nicht tut, könnte die Katze lebendig sein, aber auch tot. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo man noch nicht drunter guckt, ist die Katze beides. Tot und lebendig. Okay. Witzig. Und wann ist sie tot und oder lebendig? Wenn du drunter guckst, dann weißt du, ob sie tot oder lebendig ist. Das ist ja wirklich sehr merkwürdig. Ja. Und auf jeden Fall kommt das daher, weil er hat eine Gleichung aufgestellt, der liebe Schrödinger. Schrödinger-Gleichung. Und beim Atom schwirren ja die Elektronen um den Atomkern, ne? Mit Proton, Neutron und all so ein Kack. Ja. Ja. Und auf jeden Fall wollte er mit dieser Gleichung bestimmen, wo sich das Elektron befindet in diesem Atom. Ding, also ja, mit dem Atom. Ja, ja, ja. Ja, und daher kommt das auch mit dieser Schrödingers Katze, weil das Atom könnte... Positiv oder negativ sein. Nein, ein Elektron ist immer negativ. Ah nein, ja. Hallo? Ich sag ja, Physik. Bitte. Elektron, das sagt doch schon... Ja, Proton, Elektron und Neutron. Neutron ist neutral, ne? Proton ja, ist das, positiv genau. Elektron das ist negativ. Mal, ja. Der hatte Physik, ich hatte Physik, ja, ist lange her, aber egal. Auf jeden Fall hat der Lehrer gefragt, welche Ladung hat ein Neutron? Der Schüler antwortet, positiv. Ja, das ist falsch, ne? Ja, aber hallo, Neutron? Das ist Der Name sagt das schon, neutral. Ja, genau. Wo war ich nochmal? Ja, obwohl, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen falsch gesorgt. Aber, ja, du bist auch falsch. Aber ich war gerade verwirrt, deswegen bin ich gar nicht schuld gewesen. Bist du gar nicht schuld gewesen? Nee, Minecraft. Ne? Ja, genau, ein Minecraft war das, ich nicht. Minecraft, der Steve, der olle Steve. Alter Schwede, wir bauen hier vielleicht viel ab, du, das ist echt krass. Ja, wir haben die ganze... Alter Falter, guck sich das mal an hier. Meine Spitzhacke macht das auch nicht mehr lange mit, ne? Also, meine geht noch ein bisschen. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Diamanten wir noch haben und dann müssen wir je nachdem mal eine Höhlentour machen, ne? Ja, bald. Ich möchte nämlich nicht mit einer Eisenspitzhacke hier rumbauen, ne? Ja, wie viel habe ich? Oh, ich kann noch Weil dieses bauen. Brauchen Ewigkeiten. Was brauchen eine Ewigkeit? Eisenspitzhacken. Achso, ja. Ja, die sind voll langsam. Gold ist ja am schnellsten, wir machen wir bauen ja sonst immer mit unseren schönen Diamantspitzhacken, aber wenn die... Wenn die Diamanten erschöpft sind, dann müssen wir Eisen nehmen. Ja, wir könnten ja auch Holz nehmen. Das geht ja tatsächlich. Ja, das geht, aber ich meine, das dauert ja noch länger. Deswegen da kannst du ja nur Steine mit abbauen. Da kannst du Kohle nicht mit abbauen. Was? Kannst du nicht mit abbauen? Mit Holz? Nicht? Nein, das geht nicht. Nein? Nein, nein. Okay. Ja, wusste ich auch nicht. Deswegen gibt's ich wollte was mit dem Sandstein machen. Ja, wollte ich, aber jetzt hänge ich hier mit dir und baue ab. Aber irgendjemand muss dir ja helfen, ne? Also, du arme Socke. Ja, irgendwie so, das muss hier hin. Und guck mal, mein Inventar, wie schön viele Steine ich doch hab. Oh, wunderbar. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar 64er Sticks. Ich weiß es nicht. Ja, die brauchen wir, ne? Also, wir haben ja ordentlich was vor uns. Ja, wir haben richtig ordentlich was vor uns. Also, unsere Box Das ist heute vermutlich die spannendste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ja. Steine abbauen. Steine. Oh. Obwohl, Steine haben, uralte Steine, wenn man jetzt Archäologen und so, die finden Ja, wir sind ja keine Archäologen und hier ist ja nichts drin, ist ja nur Minecraft. Steine können sehr interessant sein und können einem echt viel erzählen und Steine sind verdammt alt. Verdammt Wertvolle alt. Steinchen gefallen mir so, Diamanten. Ja, Rubine. Komm, Diamanten ist doch voll... Die Dinger sind ziemlich wertvoll, insofern sind die echt cool. Ja, aber ich weiß nicht, als Schmuck... Ich hab meine Spitzhacke kaputt gemacht. War da nicht Saphir-Display oder sowas? Nochmal? Saphir-Display. Wollte da nicht jemand was machen? Ach ja, das war dieser Hersteller. Dieser Hersteller, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen. In manchen Sendungen wird es als Birne dargestellt. Ich denke, da weiß jeder, was ich meine. Auf jeden Fall war da der Plan, das war auch teilweise umgesetzt, das Display mit Saphirglas zu beschichten. Ach, zu Oder besser gesagt, das ganze Smartphone mit Saphirglas. Ja. 21 Diamanten haben wir nur noch. Oh. Ich bin Horst. Ja, du bist ein Horst. 21? Ah, komm, da können wir doch noch ordentlich was draus machen. Ah, jetzt habe ich kein Holz. Kein Holz! Warte. Ich habe 5 Sticks, also Stöcke, also, ne? Falls du einen brauchst, kommst einfach vorbei. Ich geb dir einen. Wie, du gibst mir einen? Ja, ich geb dir richtig einen, ey. So mitten ins Gesicht, ey. Patsch, ey.
Boah, ey, jetzt habe ich aber hier jede Menge Zeug gebaut. So, das muss wieder rein, das, das. Also, was ist jetzt? Willst du jetzt für ein paar Stücke haben oder nicht? Nee, nee, ich habe schon eine Spitzhacke, keine Sorge. Ich hab keinen Bock drauf. Okay. Ich hab schon. Gut. Sehr nett von dir, wirklich sehr nettes Angebot. Komm darauf zurück, wenn ich jemals wieder Stöcke brauche. Okay, gut. Aber da sind auch welche in der Kiste. Alter, ich, jetzt die Folge. Also als wir die Folge angefangen haben, ne? Meine Spitzhacke war komplett ganz. Ja. Und jetzt ist sie zur Hälfte kaputt. Meine war ja auch noch im grünen Bereich. So circa Sarah war 3/5 hatte die noch. Ja. Jetzt ist sie kaputt. Ich habe schon eine neue. Ja, macht dir nichts aus. Komm, sammel das jetzt hier ein hier los. Die war noch neu, jetzt ist sie gebraucht. Oh, mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Ja, mein Inventar ist voll. Ja. Brauchst du mit an der Mauer später in der nächsten ja, Folge? Ja, natürlich, da bin ich. Ja, aber ich muss ja noch. Unser Tor muss ja noch fertiggestellt werden. Hier. Da müssen wir ja noch ein bisschen was machen. Ja, das können wir dann alles in der nächsten Folge machen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch eine kleine Pause, ne? Ja, ich sehe das. Ja. Ich bringe das mal nach oben in die Kiste. Wir können ja dann hier eine Pause machen. Ja, machen wir. Ja, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Das tun wir. Hoffen sehr, dass euch diese wunderschöne, steinige Folge hier gefallen hat. Ja. Und dass wir uns dann auch in der nächsten steinigen Folge wiedersehen. Allerdings wird die steinig, mauermäßig. Steinig mauermäßig, ja, genau. So wie eigentlich immer, aber gut, dann tschüss. Ciao.